Yo, hallo Leute, hier ist aber da euer Table Tennis Gamer. Zurück bei The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb und unsere Stats sagen. TTT hat alles gelöscht. Ja, die Leute im Livestream wissen, was los ist. Wir haben gerade einen kleinen, unangekündigten, großen Livestream. Also, der war nur auf Facebook angekündigt, aber für euch auf YouTube auch vollkommen egal. Denn wir fangen Isaac nochmal von vorne an. Der erste Part. Das heißt jetzt nicht, dass das Let's Play das andere zu Ende ist, sondern das andere wird bis Part 100 noch weitergeführt mit Item-Einblendungen. Und das hier ist dann sozusagen schon mal die Fortsetzung des Let's Plays, was ab Folge 100 kommen wird, nur dass ich jetzt schon mal darauf Bock habe, mal wieder mit anderen Items, weil es ist einfach, ja, es wird teilweise schon öde, was wir immer jetzt kriegen. Und jetzt so von vorne nochmal, vor allem mit den Stats, null Toten, ja, ich will auf jeden Fall mal durchstarten hier mit null Toten. Und ja, deswegen fangen wir das nochmal neu an. Diese Serie ersetzt also nicht das andere Let's Play, ist auch kein, ist nur eine Fortführung ab Folge 100. Und dieses Let's Play jetzt hier wird so lange gespielt, bis ich keinen Bock mehr auf Isaac habe. Weil dann haben wir einmal Let's Play, ne, wo Isaac zu Ende ist und dann jetzt hier so ein Endlos-Ding, was nie zu Ende ist oder was erst zu Ende ist, wenn es zu Ende ist. Und wir können ja gar nichts nehmen. Wir können ja wirklich nur Isaac nehmen. Boah, wie lange ist das her, als ich das letzte Mal gemacht habe? So. Und ich muss ein bisschen lauter bei mir machen. Ich hoffe, bei euch ist laut genug. Nochmal hier in den Einstellungen kurz gucken. Ist das laut genug? Ja! So, dann lass uns nochmal gucken, wie das mit Isaac abgeht hier. Mein Gott, hab ich schon lange nicht mehr. Boah, beziehungsweise was heißt lange nicht mehr? Wie lange das einfach her ist, als ich das letzte Mal mit Isaac gezockt habe, wo er noch keinen D6 hatte. Herrlich! Guck mal, Spectral Tears. Okay, die Items werden wohl doch nicht besser. Toll! Da spiele ich das nochmal, um bessere Items zu kriegen und krieg den gleichen Crap wie immer. Das ist ja ganz große Klasse. Finde ich ja ganz toll von dem Game. Ich weiß gar nicht, die Gegner sind nicht einfacher, oder? Die Gegner sind genauso scheiße. Oh, guck mal da. Nice, nice. Direkt so ein Herz hier. Und wir können alle Achievements nochmal holen, Leute. Wir können nochmal Platinum Gott machen. Ich habe den alten Spielstand aber noch, also keine Sorge, ja. Der alte Spielstand ist noch da. Da kann ich jetzt immer so hin und her switchen dann. Wie genau man das macht, fragt mich nicht. Das hat jetzt schon gerade eine Tortur gebraucht, bis wir das hatten, wie man mit neuem Spielstand und so. Und was ist das? Ja, natürlich, eine Speeddown-Pille. Und ich glaube, hier geht es sogar nur bis zur Mutter, ne? Weiter als die Mutter können wir gar nicht machen momentan, weil wir ja gar nicht mehr haben. Oh, fu. Aua. Ey. Scheiße. Ich fühle mich wie in meinen ersten Isaac-Stunden, wenn ich ehrlich bin. Wie ein vollkommener Noob, der gar nichts drauf hat, der gar nichts kann, der jetzt hier gegen Larry Jr. bestehen muss. Und vom Larry vielleicht voll eins aufs Maul kriegt. So fühle ich mich gerade. Ich fühle mich wie in meinen ersten tiefsten Isaac-Stunden, als ich das Game noch nicht wirklich kannte. Als ich noch so schlecht war wie Dussel in dem Game. Das ist wirklich, es sind Jahre her, so fühlt es sich an. Aber es ist irgendwie mal, es ist mal wieder ein tolles Gefühl, muss ich sagen. Mal wieder Isaac so vollkommen, wow, vollkommen clean zu spielen, ja. In seinen Kinderschuhen, als er Baby ist sozusagen. Baby Isaac hier zu spielen. So, komm jetzt. Mach den Larry doch mal weg, Mann. Ich wollte epische Items und keine scheiße Items haben. So, komm schon. Und ich habe mir vorgenommen, niemals zu sterben auf diesem Spielstand. Dann kriegen wir zwar das 100 Deaths Achievement nicht, aber ich habe mir vorgenommen, niemals zu sterben hier, weil ich eh nicht einhalten kann. Spätestens wenn wir Eve zocken, wird's übel. So, yay! Und eine Herzerweiterung. Ja, und wir kriegen direkt noch eine Herzerweiterung, weil wir ja da noch eine liegen haben, ne? So einfach geht das. So einfach wird ein Schuh draus. Und im Übrigen, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, hier keine Item-Einblendungen. Das dauert mir einfach zu lange. In dem alten Let's Play jetzt da bis Folge 100 mache ich es noch, aber das dauert ewig, Leute. Und irgendwie ist das auch nicht so, keine Ahnung. So das Wahre jetzt ist es auch nicht, ne? Ich kann ja mal irgendwann mal einen Part irgendwie machen, wo ich alle Items mal kurz erkläre. Das dauert dann auch 3 Stunden lang, aber egal. Und ich muss was trinken. So. Wunderschön. Isaac. Ach du Scheiße, das ist ja ein Raum, der ist wie gemacht für jemanden, der Spectral Tears hat, ja. Das dauert auch gar nicht lange. Aber es gibt ein bisschen Geld vielleicht. Ah, Kane müssen wir. Oh, Kane müssen wir freischalten, Leute. Wir haben ja noch niemanden freigeschaltet. Das ist ja auch das Lustige.
Wir kennen ja noch gar keinen. Wir haben ja gar keinen freigeschaltet. So, geh mal hier rein. Hey, komm schon. Gib mir was. Yay! Guppi. Guppis Head. Alles klar. Komm, direkt erster Run. Guppi Achievement. Eines der schwierigsten, glaube ich, im ganzen Game. Eines der schwierigsten Achievements, das Guppi Achievement. Ah, komm. Geh kaputt, stirb. Ja, wunderbar, Mann. Wunderbar. Und irgendwie fühle ich mich auch gar nicht so gut irgendwie. Also, was heißt so gut, ne? Ich fühle mich gar nicht so stark jetzt hier. Gerade, weil ich weiß, dass wir noch nichts haben. Oh, eine Bombe. Ah, da hätte ich den Typ mal hier kaputt gehen lassen sollen. Dann hätte er vielleicht den blauen Stein direkt weggebombt. Aber so schnell habe ich den gar nicht gesehen. Tech 2 und Brimstone wird gewünscht. Ja, hätte ich gern, haben wir aber nicht. Oh mein Gott. Boah, sauber, mein Guppi ist gut. Ich brauche einen Schlüssel, Mann. Fängt das schon wieder an mit dem Problem, dass ich keinen Schlüssel kriege, oder was? Weißt du, da denkst du, am Anfang war das Spiel einfach und dann kriegst du voll auf die Fresse, weil du merkst, das war doch nicht so einfach, wie du gedacht hast. Hä, vor allem, wenn ich jetzt hier keinen Schlüssel... Da wäre ja der übelste Fail. Stell mal vor, jemand spielt das erste Mal und er kriegt keinen Schlüssel am Anfang, ey. Ich krieg keinen Schlüssel. Ich würde heulen. Ich würde heulen. Ich würde heulen. Ich würde heulen. Da kann ich nur noch hoffen, dass da unten die Box drin ist. Ja, Duke of Flies, ich weiß nicht, ob der so prädestiniert ist, um eine Box zu geben. Weiß ich gerade echt nicht. Ich glaube eigentlich nicht. So, komm jetzt. Stirb, stirb, stirb. Stirb, du Mensch, du Mensch. Komm schon. Go away. Ich werde dich töten, mein lieber Freund. Du wirst niemals lange leben auf dieser Erde. Her und von zu. Fluppy. Nee, wie heißt du nochmal? Glubschi? Wie heißt du nochmal? Ich habe gerade vergessen, wie der heißt. Ach, Duke of Flies, genau. Ich habe echt vergessen, wie der heißt. So, komm. Geh weg. Ah, so einen haben wir auch noch. Yay! The Radioactive Spider habe ich gefunden. Nee. Hä? Die habe ich freigeschaltet. Hä? Warum habe ich die... Hä? Was? Oh! Brimstone Damage Up, Mann. Damage Up nehme ich mit, auf jeden Fall. Clear Deal, Mann. Oh, yeah! Das wird auf jeden Fall mitgenommen. Ich glaube, macht Damage sogar um 2 hoch, ne? So, jetzt nehmen wir den Raum nochmal einmal hier. Für ein bisschen Geld. Komm. Wir sind gut in Isaac, wir können das. So! Ja, dann lass mal gucken, was in der dritten Etage für uns hockt. Hallo? Ist da irgendetwas? Oh, ich habe zu schnell weggedrückt. Da ist noch die andere Musik. Puh. Seit wann kommen die schon in der dritten Etage? Vertue ich mich da irgendwie oder kamen die sonst immer... Alter, was? Warum hat man auch schon hier... Alter, wir haben das Spiel neu angefangen. Edmund, stell dir vor, ich wäre ein Anfänger. Ey, ich bin ja ein Anfänger. Wie soll ich denn hier mit klarkommen? Mit so viel Scheiße am Anfang. Ich habe gedacht, das wäre einfach. Ey, ich glaube, ich kann schon... Boah, das wäre der Bitterste, wenn ich meine No-Death-Challenge noch nicht mal im ersten Run schaffe, weißt du? Das wäre so bitter. So, egal, das ist nicht bitter, denn wir schaffen das. Yay, Quadra-Shot! Ich meine das doch, Mann. Endlich haben wir mal wieder geile Items hier. Mein Gott. So was bei dem anderen, ey, da brauchst du ja ewig. Warum hatte ich Radioactive Spider freigeschaltet eben? Das verstehe ich gar nicht. Sich einfach hier zu verstecken, einfach mal ein paar Quadra-Shots loszulassen, weißt du, mit ein bisschen Damage. Ach, Herr Jemine, wie habe ich das verpasst in vermisst in Isaac? Der Kleingeldrattenmann. Dann gib mal her. Ja, dann komm. Danke. Das ist für nächsten Satan. Schon mal gebucht. Ach, Bay, wenn man Basement 2 schafft, kriegt man Radioactive Spider. Interessant. Der Umbro hat gesagt. Mein Gott, ey, dafür kriegt man Radioactive Spider. Ich glaub's ja wohl nicht. Macht das direkt Spaß, da zu spielen hier. Ich hab mal nachgeguckt letztens bei Steam im Übrigen, Leute, weil mich das mal rein aus Interesse interessiert hat, wie viele Leute auf der Welt, beziehungsweise wie viele Prozent der Spieler, die Isaac haben, jeweils immer die jeweiligen Achievements geschafft haben. Ey, und das sind teilweise ganz schön wenig, wenn man dazu guckt. Wisst ihr, wie wenig Leute teilweise die Achievements geholt haben? No, und es gibt sogar das Achievement, was am häufigsten geholt worden ist nur 60 Mal geholt worden. Von 60%, glaube ich, geholt worden oder so.
Das finde ich voll wenig. So, lass mal gucken. Book of Shadows. Und Telepathy. Nee, finde ich nicht so gut. Ich behalte mein Guppies Head. Ich habe ja Quadra Shot. So, jetzt mal gucken, ob wir nach dem nächsten Endgegner direkt nochmal wunderschönen Satan da haben, den wir dann nochmal wunderschön irgendwie belästigen können und dem nochmal ordentlich die Kohle aus den Backen ziehen können. Ich sage mal Backen. Die Kohle aus den Backen. So, rein da. Und? Ah, The Fallen. Alter, warum kommt sowas im allerersten Run, Mann? Ich weiß, dass das random spawnt, aber das finde ich schon heftig, Mann. Überleg mal. Ein kleiner, frischer Isaacer, der seine ganze Isaac-Karriere noch vor sich hat, der wäre doch... Also, ich wäre gestorben. Also, es ist ja noch nicht mal klar, dass ich hier jetzt nicht sterbe, ne? Aber vor allem mit Speeddown ist das richtig behindert. Oh, puh. Der macht mir einen Schaden. Oi, oi, oi. Ey, es ist... Boah, Sister Maggie, wie lange hatten wir die denn schon nicht mehr? Boah, die hatte ich schon so lange nicht mehr. Ich hatte schon so lange nicht mehr Sister Maggie, ne? Richtig geil. Anti-Anfänger-System, sagt einer. Ja, komm mir langsam auch so vor. So Hell Week-mäßig, weißt du? Der Anfänger soll bloß nichts schaffen. Obwohl, nee, wir haben ja schwer. Wir haben gute Items und alles. Aber trotzdem, wenn ich vollkommener Anfänger wäre, ich wäre schon längst tot. So, komm. Yeah, geschafft. Geschafft. Vor allem als Anfänger würde ich diesen Raum hier noch mehr verkacken, weil ich ja gar nicht wüsste, dass ich so schnell auf die drauf gehen muss. Yay. Da haben wir auch wieder ein paar Herzen. Meine Stimme ist im Übrigen immer noch am Abkacken. Ach, die Lust, ey. Ja, das ist aber echt, ich finde das schon heftig für einen Anfänger. Ah, okay, ich bin jetzt kein Anfänger, aber das weiß der ja nicht. Bad Trip, Alter. Weißt du, dann wirst du auch noch so getrollt im ersten Run. Dann kriegst du auch noch eine Bad-Trip-Pille. Weißt du, dann denkst du dir eh schon, was ist denn los, so schweres Spiel. Und dann wirst du auch noch gebad-trippt. Das ist ja wohl die Höhe von allem. Oh, ich habe Lust. Was, du hast Lust? Ich habe auch Lust. Nee, das war jetzt vielleicht, hat sich ein bisschen krank angehört, Leute. Ja, ich habe zwei Pillen bekommen und zwei schlechte. Das ist sensationell, wie der Klicksum immer sagen will. Sensationell! Oder Carla Kolunda vom Carla Lunda Tageblatt oder wie die heißt, was weiß ich. So, wir setzen die Bombe einfach mal hier auf gut Glück ein. Ja, kein Geheimraum. Schade. Ich frag mich, wie man als normaler Isaac-Spieler, der nichts gesagt kriegt und nicht im Wiki guckt, herausfinden soll, dass es Geheimräume gibt. Das findet man doch irgendwann mal durch Zufall raus. Und wir haben schon wieder keinen Schlüssel. Ey, das ist doch unglaublich. Wir kriegen noch nicht mal einen Schlüssel in dem Game. Und das im ersten Run, Mann. Im ersten Run. Nein. Wäre ich doch lieb zu den Zockern, Mann. Da würde ich denen alles geben. Ja, Schlüssel, sauber. Sister Maggie, ich brauche deine Hilfe. Ich kacke gerade übelst ab, wie du siehst. Das geht gar nicht gut. Wir müssen ownen. Los. Dann eine Feder. What the fuck? Was soll ich mit einer Feder? Er können nur noch vier schlechte Pillen kommen, sagt einer. Ja, das stimmt sogar. Höchstens noch vier schlechte Pillen, dann haben wir es überlebt. So, komm mal her hier. Way, oh, hoa, 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 wing. Bang. Ach, der Satansbuddha. Da ist er wieder. Nee, das können da sein lassen. So, komm her. Hoa. Schlüssel. Let's go to the shop. I think there is something interesting. Ja, und ich wusste, dass da eine Karte für 7 drin ist, Mann. Ich hatte es im Gefühl. Und ein Herz nehmen wir auch lieber mal mit. So, komm her. Ich bin mich die ganze Zeit am Fragen, ob ich das Risiko eingehen soll und diese Scheiße da, diesen Sacrificial Room mitnehmen soll. Ich glaube, ja, ich gehe das Risiko einfach ein, Mann. Ich brauche auch mal ein bisschen Spaß in Isaac jetzt. Lasst uns mal ein bisschen Spaß haben in Isaac. Im Notfall verkacken wir eben. Dann war's das, mit dem ich möchte. Keinen einzigen Tod haben. Egal. Komm schon. Jetzt gib mir, Mann. Gib mir. Ja. Nein. Gib mir Herzen, Mann. Nein. Wart ab jetzt. Pass auf. Schlechte Pille. Puberty. Oh, pretty fly. Pretty fly. Naja, okay. Waren jetzt noch nicht so die Überpillen. Ne? Da habe ich auch schon mal besseren Übershit gehabt. Aber okay. Ein bisschen Spaß muss sein.
Dann kommt der Roberto von ganz allein. So, dann lass uns mal gucken hier. Ach, oh, das war knapp, da wäre ich fast reingelaufen. Na, oh, selbst der Piep mag uns nicht. Selbst der Piep ownt uns direkt und meint, er müsste... Nein. Puh. Alter, Leute. Ja, Splunker. Spelunker has appeared in the basement. Yeah, Spelunker. Und die Scheiße. Der größte Shit ever, Mann. Warum kriegt man das? Das ist doch, da bist du doch deprimiert, wenn du anfängst und so eine Scheiße kriegst. Ich hätte da schon gar keinen Bock mehr. So, oh mein Gott. Bam. Gezielte Sprengungen.de. Da hat der Gronkh doch mal in dem Part gesagt, oder? Gezielte Sprengungen.de. So, komm schon. Jetzt lass uns mal schnell zur Mutter gehen. Dann ist ja eh schon wieder Ende, glaube ich. So, komm her. Zack. Yeah. Und was haben wir hier? Ah, puh. Oi. Ich fühle mich wie ein Anfänger, Mann. Ich fühle mich wie ein Anfänger. Ich weiß nicht, warum. Ich bin jetzt Peach, sagt einer. Boah. Puh, nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock auf den. Ey. Ich möchte den Teufel nicht heraufbeschwören, aber ich glaube, es kann durchaus gut sein, dass wir noch losen in dem Part. Wie gesagt, ich will den Teufel ja nicht heraufbeschwören, aber das sieht gar nicht so gut aus. So, komm mal her. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ah, Devil ist sehr gut. Devil gibt uns, glaube ich, sogar noch ein... Nein, und er trifft mich, really? Das meint er ernst, er hat mich echt getroffen. Ich glaube, der gibt uns noch ein Herz dazu. Also, der ist schon nicht, nicht von ganz so schlechten Eltern unbedingt, muss man sagen. So, Schlüssel. Also, wir haben ja hier wirklich die akuteste Schlüsselmangel, den akutesten Schlüsselmangel, den ich jemals gesehen habe. Ah, ich hätte nichts ausgeben sollen. Im Shop fällt mir gerade mal ein. Ich brauche ja den. Ich wollte ja den Kanan freischalten. Für den braucht man ja, glaube ich, 55 Münzen oder so, ohne dass man die ausgibt, glaube ich. Oder? Irgendwie so war das doch. Ach, guck mal, so eine Scheißmaschine, ne? Ah, guck mal, der. Wenn man den wegbombt, steigt auch die Chance für einen Satanraum, ne? Ah, ich habe auch nicht so viele Herzen jetzt. Mal gucken, vielleicht ist in dem Goldraum ja Polyphemus drin oder sowas. Oder Schokomilch. Ich weiß es nicht. Oh. Was ich weiß, ist, dass hier übelster Shit drin ist und dass ich meine... Nein. Leck mich. Alter, wenn ich wegen dem Raum sterbe, dann fange ich das Projekt nochmal neu an. Nee. Nee, das nicht, aber... Da wäre schon extrem peinlich. So, sauber. We did it! Oh mein Gott. So, sauber. Sauber. Und weiter geht's. PHD, ja, das könnte man nun wirklich mal gebrauchen. Das stimmt wohl. Und jetzt haben wir wie in China hier so ein schönes Mundschutzding an. PHD, also das ja, ist eine Sache, die ist wirklich gar nicht so unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall mal wesentlich besser als den Scheiß, den wir sonst gekriegt haben. Oh Gott, komm, geh kaputt. Geh kaputt. Geh kaputt, du Sausack. Du Sausack. So, oh, ein Soul Heart. So, ich gehe hier rein. Ich habe keinen Steam Sale, Mann. Boah, Anarchistbook. The biggest shit I've ever saw in my life. Aua. So, da war's dann auch mit dem Soul Heart. Da ist es schon wieder weg. Ah, komm, egal, Leute, Mann. Keiner braucht ein Soul Heart. Blue Baby braucht Soul Hearts, aber sonst braucht das echt keiner. Wer braucht das schon? So, komm schon. Auf geht es. Ab zum Endgegner. Wer ist das? Loki. I'm not well. I'm. Oh, boah, was?
Ich habe mich jetzt gerade aber schon ein bisschen verarscht gefühlt, muss ich ehrlich sein. So, sauber, sauber. Shot Speed up, sehr gut. Und ja, was will man mehr? Das ist nice. Very nice. So, jetzt schießen wir nämlich voll schnell. Und finden noch einen Abpilz. Nee, schade. Oh, sauber. Wir finden genug für den Shop. Ja, für den Shop ist gut. Zauber mir erstmal einen Schlüssel her. Dann kann ich auch in den Shop gehen, glaube ich. Ach, Kackding da oben. Gehen wir mal unten lang. Mal gucken. Oh, unten wartet ein Stein der Revolution auf uns. So, komm her. Ich kann euch ja überall töten. So. Bam. Danke. Jetzt brauche ich nur noch bitte ein paar Schlüssel. Ach du Scheiße. So, ja. Yay, Schlüssel. Aber erstmal für den Goldraum. Der Goldraum ist, finde ich, erstmal primär wichtiger. Ist generell, obwohl, ja, es kommt drauf an. Also, manchmal findet man in dem Goldraum eigentlich nur Scheiße. Also, zumindest habe ich immer so das Gefühl gehabt, jetzt beim normalen Let's Play, dass ich da voll Scheiße nur finde. Und hier habe ich bisher auch so das Gefühl, dass da nicht immer so gute Sachen drin sind, ne? Obwohl ich gedacht habe, so komm, wenn du das erste Mal hier, ne, wenn du das erste Mal Isaac spielst, da haben die gute Sachen versteckt und leichte Gegner und alles ist wunderschön, aber nee. Nee, irgendwie, nee, doch nicht. Nee, mm-mm. So, was ist das hier? Hero Fan, yeah! 2 Soul Hearts. Dadam. Also langsam läuft es so ein bisschen besser hier in Isaac, beziehungsweise lief es hier wirklich schlecht für uns eigentlich nicht. Ich habe nur ein bisschen rummimost, weil es nicht OP läuft und OP muss es ja aber auch nicht laufen. In den seltensten Fällen läuft es so gut, dass man sagen kann, what the fuck, the shit und so weiter und so fort. Also eigentlich nie. So, komm, zeig mal hier. Was habt ihr denn? Ihr seid ja wieder die größten Luschen hier. Hasse euch. Guck mal da, ihr macht gar nichts, macht ihr. Ihr seid einfach schlecht. Oh. So, Goldraum. Wir haben viele Truhen. Wir haben doch gar nicht Guppis Schwanz oder so. Haben wir doch gar nicht. So, komm. Let's see how the light is. Ja, das ist von Tower Wars. Wollen wir mal gucken, was ist denn jetzt hier oben, hä? Zeig mir! Nein, die Obershit-Killer. Oh mein Gott. Die Obershit-Killer. So, yeah! I did it! Yo. Nein! What the hell? Oh ja! Geschafft! Geschafft! Was haben wir hier? Yeah, we did it! Nein! Oh oh. Nein! Wow! Knapp, Alter! Knappe Sache! Knapp! Ey, da gibt's noch so eine scheiß Bücherei! Hä? Ach, da unten ist der Boss, alles klar! Yay! Und duck! Oh, Minimasch, Alter! Der macht uns klein, erhöht unseren Speed und macht uns voll glücklich. Guck mal, ich bin Isaac. Guck mal, der guckt immer zu uns. Der mag uns. Ja, guck mich an. Ja, du kleiner Isaac. Ja, du süßer kleiner Arzt, Isaac. Möchtest du mal Arzt werden, wenn der Papi groß ist, wenn du groß bist, hä? Ja, ne, möchtest du auch Arzt werden. So wie dein Papi. Ja, ne? Da bist du aber falsch gelaufen. Ja, ja, Papi. So, komm jetzt hier. Hau das Shit rein. Isaac. So, natürlich kennt man diesen Trick nicht unbedingt, wenn man gerade das erste Mal in seinem Leben Isaac gespielt hat. Aber wir kennen diesen Trick ja. Also ist es für uns ganz einfach. So. Und da wir eventuell den Small Rock finden und das eventuell ja... Naja, finden wir leider nicht. Mach mal's. Oh, you unlock something. Also, Isaac was current. His mother, fueled with the desire. Nein! Was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself.
This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Huh. Die Mutter aus der Hölle kam. Ja, das war unser erster Run, Leute. Hier in einem neuen Isaac Let's Play, in dem, was dann ewig geht, wo wir nochmal von vorne machen, weil wir so unglaublich toll sind und unglaublich viel Spaß an dem Spiel haben. Yay. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir können ja mal die Stats gucken. Aber wir können das gar nicht wegdrücken, weil wir die erste Mal sind. Ne? Die Stats gibt's dann in der nächsten Folge. Also bis zum nächsten Mal, euer Table Tennis Gamer. Ciao.